Eigentlich geht es um nichts mehr am 42. Spieltag der Regionalliga West, auch nicht für den TSV Steinbach-Reiger und den FSV Frankfurt. Beide Mannschaften haben ihren Tabellenplatz bereits zuvor zementiert, die Gastgeber auf Tabellenplatz 5 und die Gäste aus Frankfurt auf Tabellenplatz 6. Beide wollen aber nochmal ein richtig schönes Fußballspiel erleben und das immerhin vor einigen Fans. 603 Zuschauer sind am Haarwasen und feiern heute mit. Wir steigen ein in die Partie. Steinbach-Reiger in Rot von links nach rechts. Das ist Merz. Kopfball kommt gut. Marquet senkt sich ins Tor. 1:0 nach 7 Minuten. So schnell kann es gehen. Der 25. Saisontreffer für Sascha Marquet. Der Torjäger wird den Verein ja in Richtung Fortuna Köln verlassen. Es ist sein 182. Spiel für den Verein. Und hier sehen wir nochmal die Entstehung. Schöner Kopfball von Merz. Marquet macht das gut, auch wenn Daniel Endres sich da verschätzt. Und er hört gar nicht auf mit Tore schießen. 2:0, nur 2 Minuten später trifft er gleich doppelt und hat damit 4 Tore Vorsprung auf Santiago Fischer. Und damit wird ihm die Torjägerkrone der Regionalliga Südwest nicht mehr zu nehmen sein. Also Glückwunsch Sascha Marquet zu dieser Leistung. Auch heute wieder das 26. Saisontor. Frankfurt versucht sich jetzt auch nach vorne einzuschalten. Die erste Chance für Gütschlü, aber Paternock hat den Ball im Nachfassen. Nochmal Steinbach-Reiger, die Gastgeber, die definitiv bessere Mannschaft. Bender auf Marquet. Ball senkt sich für Merz. Gut verarbeitet, aber knapp links am Tor vorbei. Das war's mit den ersten 45 Minuten. Die Heimzuschauer durchaus zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Und kurz darauf ist dann der Arbeitstag von Sascha Marquet vorbei. 182 Spiele hat er für den TSV Steinbach-Reiger gemacht und dabei 57 Tore geschossen. Jetzt geht es zurück in die Heimat zu Fortuna Köln. Weiter geht's, immer noch mit Steinbach-Reiger. Erste Schusschance hier für Budimbo, Endres diesmal zur Stelle. Und das nehmen beide jetzt sehr sportlich, sehr locker. Natürlich, es geht ja um nichts mehr. Weiter geht's, Bisanovic. Sieht jetzt wieder Budimbo, 3:0 für den TSV Steinbach-Reiger nach 75 Minuten. Die Nummer ist so ziemlich durch. Jetzt steht er vollkommen frei, Arnold Budimbo, und den muss er natürlich machen, macht er auch. Aber der FSV Frankfurt will sich noch nicht aufgeben. Das ist Gütschlü und damit das 3:1. Nur 1 Minute später ist zumindest etwas Hoffnung für die Fans aus Frankfurt da, dass da doch noch irgendetwas geht für den Tabellensechsten. Da war die Abwehr etwas zu verschlafen, aber das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Partie ein beidseitiges Problem. Savanet zurückgespielt zum Torwart. Notnagel verstolpert den Ball und noch einmal Budimbo. Kann die Situation nicht nutzen, es bleibt beim 3:1 und damit der Spielausgang noch etwas länger offen. Nochmal die Frankfurter und wieder ist es Arif Gütschlü. Wird durchaus gefährlich, aber auch hier wieder gut reagiert von Paternock. Dennoch, die Frankfurter bleiben jetzt dran, guter Pass auf Jake Hurst, 3:2, das gibt es ja nicht. Noch 5 Minuten sind zu absolvieren. Schafft Frankfurt jetzt doch noch den Ausgleich, nachdem alles schon so sicher schien? 10 Minuten haben sie gebraucht, um 2 Treffer zu erzielen. 5 reguläre haben sie noch. Hier sehen wir das Tor von Jake Hurst. Auch das ging natürlich viel zu einfach. Aber es ist ja alles nicht mehr so wichtig. Natürlich würde Steinbach-Reiger gerne noch gewinnen, aber Frankfurt hätte gerne nochmal den Punkt. Wieder Jake Hurst, 3:3. Es ist unfassbar, der Junge war eingewechselt und macht dann so ein Spiel, der Ausgleich nach 90 Minuten. Sein 8. Saisontreffer. Strujic fälscht den Ball dann noch etwas unglücklich ab, daher schlichtweg nicht mehr zu halten. Am Ende ist natürlich alles egal, es verändert nichts mehr an der Situation. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem für den TSV Steinbach-Reiger, der es hier zwar nochmal versucht, aber am Ende des Tages bleibt es beim 3:3.
Wir hören jetzt einen zufriedenen, aber etwas enttäuschten Adrian Alipur bei Fabian Basdorf. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir jetzt im letzten Spiel da nicht die 3 Punkte geholt haben. Es sah lange sehr gut aus. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, führen völlig verdient 3-0. Können 4., 5., 6. Tor machen. Ja, haben wirklich zahlreiche Großchancen. Anstatt es einfach dann auch endgültig den Deckel drauf machen, haben wir den Gegner dann wirklich zum Toreschießen eingeladen. Und von daher sehr, sehr ärgerlich und schade, dass wir dann jetzt hier den Zuschauern am letzten Tag nicht auch noch einen Sieg schenken konnten. Denn jetzt setzen wir uns gleich mit den Zuschauern hinten hin gemeinsam. Schwätzen natürlich auch noch ein bisschen und da wäre mit dem Sieg natürlich alles viel schöner gewesen. Aber auch so wird es sicherlich eine entspannte Sommerpause beim TSV Steinbach-Haiger. Vielleicht sind die Augen ja auch so ein bisschen auf den europäischen Spitzenfußball gerichtet.